Albion bestätigt, dass es sich bei den Explosionen am Himmel über London um ein Albion-Drohnenprojekt handelt, das von DedSec-Aufständischen sabotiert wurde. In einem Exklusivinterview mit GBB Radio One sagte Albion-Gründer und CEO Nigel Cass Folgendes. Die Wahrheit ist, dass diese DedSec-Freiheitskämpfer London weiter einschränken. Das Drohnenprojekt sollte Albion-Einsatzkräfte auf der Straße ersetzen und der Stadt Normalität zurückbringen. Aber jetzt kann ich meine Leute nicht abziehen. Das kann ich nicht verantworten. Cass beschwor die Zuhörer, jeden, den sie der DedSec-Zugehörigkeit verdächtigen, sofort als potenziellen Terroristen an Albion zu melden. Im Ernst jetzt? Er wollte jeden töten, der sich in den Weg stellt. Und jetzt sind wir die Bösen? Und mit Erfolg. Nein, das war zu euphorisch. Leider hat er Erfolg. Zu traurig? So ist er eben. Erst ängstigt er die Leute zu Tode, um sich dann zum Helden aufzuspielen. Wir müssen ihnen zeigen, wie er wirklich ist. Das ist seine Schwäche, sein Image. Zerstören wir es, brechen wir ihn. Ja, daran haben wir auch schon gedacht. Leg los, Bex. Das ist Claire Waters, politische Dissidentin und Podcasterin, seit der Ankündigung einer brisanten neuen Folge vermisst. Sie wurde nie gesendet. Wir haben also nur das hier. In der nächsten Folge von Buccaneer Radio spreche ich mit jemandem aus Nigel Cass' innerstem Führungszirkel. Er versprach mir etwas, das Cass als den Tyrannen zeigen würde, der er ist. Das wird den White Tower bis ins Mark erschüttern. Bis nächste Woche, Piraten. Nigel hätte versucht, das Interview zu manipulieren. Wenn er deshalb Waters kidnappt, ist die Aufnahme wohl brisant. Wir müssen sie haben. Claire sendete aus dem Freight One. Dort sollte die Suche starten. Claire Waters scheint eine echte Dreckschleuder zu sein. Albion ist ihr liebstes Ziel. Aber sie hat auch schon gegen Tech-Genie Sky Larson, den SRS und Clan Kelly geschossen. Sehr meinungsfreudig, was? Stell dir vor, was DedSec gemeinsam mit ihr erreichen könnte. Wir könnten ihr Infos zuspielen. Sie könnte Leute anstacheln. Sie wühlt schon länger in Cass schmutziger Wäsche. Wenn das noch nicht reicht, um ihm die Daumenschrauben anzusetzen, schließt sie sich vielleicht euch an, um was zu finden. Schaltet ihn aus! Bitte, ich brauche Hilfe. Na? Claire hat früher von irgendwo hier gesendet. Mehr weiß ich leider nicht. Verfluchte analoge Technik. Wenn wir sie so leicht finden, können ihre Feinde das auch. Wir müssen uns beeilen. Ich dreh dir den... Dann komm doch her! Fuck! Was denn? Möglicher Feind an ihrer Position. Verdammte Scheiße! Verstanden. Wir mobilisieren uns. Ende. DedSec ist hier. Und hier wird dieses Mädchen zum Mädchen. Und die beiden stehen aufeinander. Wo ist sie hin? Scheiße! Suche einleiten! Kontakt zur Zielperson. Beenden Verfolgung. Ende.
Ja, natürlich. Ja, hab mich kapiert. Klar doch. Verstanden. Scheiße. Jemand hat sie umgebracht, bevor wir hier ankamen. Das können wir nicht durchgehen lassen. Ich würde deinem Gejammer gern den ganzen Tag lauschen. Aber vielleicht nutzt du deine Zeit besser, um ihre Ermordung zu untersuchen. Richtig. Wir finden die Wahrheit heraus und lassen ihren Mörder bezahlen. Mal sehen, ob es Spuren gibt. Was hältst du von den ganzen Fußabdrücken? Mehrere Personen. Eher Stiefel als Schuhe. Einer mit dem Profil eines bekannten Paramilitärausrüsters. Ich glaube, aus der Herbstkollektion. Und Albion ist ein Paramilitärabnehmer. Der Täter hat alles mitgenommen, außer Claires Tablet. Kannst du es scannen, Bagley? Es ist ungewöhnlich gut gesichert. Da komme ich nicht einfach rein. Ich muss mindestens höflich husten und Verzeihung sagen. Einen Moment. Dieses Graffiti-Bags. Etwas übertrieben, meinst du nicht? Claire hat mehrere Kelly-kritische Podcasts veröffentlicht. Man sollte denken, die sind daran gewöhnt. Als kriminelle Gang sollte man keine Blumen und Dankeschreiben erwarten. Das passt nicht zu den Kellys. Zu amateurhaft. Die sind Profis, die machen sowas nicht. Tablet freigeschaltet. Claire scheint darauf Gespräche protokolliert zu haben. Okay, Sie wollen uns etwas mitteilen. Sie sind Nachrichtentechniker bei Albion und arbeiten eng mit Nigel Cass zusammen, richtig, Mr.? Einfach Hugh. Ich glaub's nicht, dass ich das tue. Wenn Sie das rausfinden. Ich weiß. Es ist kein Geheimnis, wie Albion die Menschen behandelt. Was haben Sie für uns? Beweise, dass Nigel Cass an den Anschlägen beteiligt war. Was? Aber das... Hier, speichern Sie das auf dieser sicheren Festplatte. Wie sicher sind diese Infos? Es ist ein Gespräch zwischen ihm und... Security! Waffen fallen lassen! Sie sind ungewaffnet. Das könnt ihr nicht tun. Nehmt Ihre Ausrüstung und bringt sie zum Carousel. Du! Markier die Wand und dann weg mit seiner Leiche. Sie kann bleiben.
Gangrache ist schrecklich, nicht wahr? Fuck. Cass hat einen Schlägertrupp auf Claire und den anderen Typen angesetzt. Die Aufnahme muss echt sein. Das Schwein wusste von den Bombenanschlägen. Dann muss Albion auch Claires Ausrüstung haben, zusammen mit den Audiobeweisen. Genau das brauchen wir, um Cass dran zu kriegen. Claire wird endlich Gerechtigkeit getan. Und London auch. Das Albion-Schwein hat Carousel gesagt. Meinte bestimmt Carousel Plaza, die Albion-Propagandabibliothek. Ich sehe keinen Grund, nicht dort anzufangen. Dringende Durchsage. Möglicher Feind an Ihrer Position. Das ist strafbar. Verstanden. Reagieren auf die Situation. Kein Sichtkontakt zur Zielperson. Kein Sichtkontakt. Verpiss dich! An alle Einheiten. Zurückziehen. Zielperson ist verschwunden. Die gestohlenen Beweise müssen hier irgendwo sein. Pass besser auf. Hier treibt sich eine Menge Albion Security herum. Also, nach dem, was Sie Claire angetan haben, hätte ich nichts dagegen, ein paar Albion-Penner aufzumischen. Konzentrieren wir uns lieber darauf, Claires Ausrüstung zu finden, ja? Du hast Claires Ausrüstung gefunden, einschließlich ihres gesicherten Datenlaufwerks. Daran wurde überraschenderweise wohl nicht herumgebastelt. Das heißt, der Audiobeweis ist vermutlich intakt.
Und ich weiß, dass du mich hörst. Reden wir. Wir sagten doch, der Premierminister lehnt ab. Briten lieben private Militärdienstleister im Auslandseinsatz, aber nicht in London. Dieser Narr. Die ganze Stadt, das ganze Land kollabiert bald. Das Militär mit Klebeband zusammengehalten, die Polizei in heilem Aufruhr. Jemand muss die Leute retten, Nigel. Jemand Starkes. So ist es. Ich habe schon alles geplant. Die besten Ziele sind die Toan-Konferenz, das Parlament und King's College Hospital. Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Du vergisst da etwas. Und ihr bekommt Zugang zu Filament, wie abgemacht. Verschwinde jetzt. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Mit dieser Stimme möchte man ihm seinen hochnäsigen Arsch in eine Schublade einklemmen, was? Und Zero Day wusste, welche Strippen gezogen werden mussten, damit sie kriegen, was sie wollten. Filament. Und Cass war bereit, es gegen die Schlüssel zur Stadt zu tauschen. Fuck! Mann, ich dachte immer, es gäbe noch eine Chance, dass er... Fuck! Dass er der Mann sein könnte, für den du ihn hältst. Sorry, Hamish. Falls es den jemals gab, ist er jetzt weg. Wir müssen diese Informationen unter die Leute bringen. Du hast recht. Wenn's geht, komm zum Piccadilly Circus. Ich habe mit Bax an etwas gearbeitet und dieser Beweis ist das Tüpfelchen auf dem I. London, du wurdest belogen. Nigel Cass und seine Albion-Friedensstifter wollen diese Stadt dauerhaft kontrollieren. Die besten Ziele sind die Toan-Konferenz, das Parlament und King's College Hospital. Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Nigel Cass hat die Anschläge mit einem Terroristen gemeinsam verübt, damit er daraufhin die Kontrolle übernehmen kann. Dann plante er ein Orbit-Drohnenprogramm namens Themis, das Menschen aufgrund der Daten über sie ins Visier nimmt. Ich werde es niemandem erlauben, mich eingeschlossen, Themis zu riskieren. Das ist die ganze Wahrheit. Jetzt seid ihr dran. Ach was, scheiß drauf. Wehrt euch! Nicht übel, gar nicht übel, wenn ich das sagen darf. Hamish! Haha! Bist du es wirklich? Leibhaftig! Naja, ich kann mich ja nicht ewig vor der Welt verstecken. Muss eine Menge wieder gut machen, nicht wahr? Außerdem braucht ihr Noobs jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Check das! Hey! 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 Verdammter Wichser! Ja. Albion wird nicht einfach verschwinden. Habe ich an alle Nachrichtenagenturen geschickt, die mir eingefallen sind. Wird eine Zeit in Dauerschleife laufen. Und wenn die Leute kapieren, was das heißt, ist Cass erledigt. Dann ist er weg vom Fenster und wird wegen Hochverrats angeklagt. Da haben sie keine Wahl. Wir haben es geschafft. Glückwunsch, Team. Das ist gut. Echt toll. Aber kann ich jetzt ins Bett? Ich habe auch schon ewig nicht mehr geduscht. Da ist immer noch Zero Day. Du weißt schon, die böse Hackergruppe, die mit Cass und Mary Kelly London hochjagen wollte. Oh, meine Güte, Bagley, du Spaßbremse. Wir geben dem Team eine Auszeit, um den Sieg zu genießen, ja? Wird vermutlich nicht lang dauern.